Heute spielen Versteck mir endlich neuen Blabla Toys Geschäft und ich suche euch. Versteckt euch! Komm schon! Leute, schaut mal, wie cool diese neuen Spielzeuge sind in Blabla Toys. Wo kann ich mich jetzt verstecken? Ich habe eine Idee, genau hier. Hier wird mich unbedingt niemand finden. Wo soll ich mich verstecken? Mein Magen! Wo ist die Toilette? Mein Bauch! Freunde! Ich gehe jetzt auf die Toilette und dann verstecke ich mich, denn mein Bauch tut ganz schön weh. Freunde, ich habe gerade eine wirklich gute Idee. Ich werde mich auf die Toilette verstecken. Einfach auf der Toilette sitzen und gewinnen. 35, 36, 37. Freunde, vergesst nicht, der Letzte, den ich finde, gewinnt 1000 Euro. 40, 41, 42. Freunde, weil ich die Glückste von allen bin und weil ich ein Mädchen bin, habe ich den besten Platz zum Verstecken gefunden. Seht mal. Ich verstecke mich genau hier, in einem sicheren Ort. Ich setze mich hin und gewinne 1000 Euro. Freunde, ich habe einen guten Platz zum Verstecken gefunden. Ich verstecke mich hinter dem Regal von GL Show. Und bald werden wir auch T-Shirts, Tassen, Thermokassen herausbringen. Und jetzt verstecken wir uns. Seid leise. Shh. Oh, Freunde, was für ein Auto! Das ist der coolste Lamborghini aller Zeiten! Und es gibt hier so viele coole Autos! Gehen wir hinein und sehen wir uns an, wie es funktioniert! Gut, es ist an der Zeit, Gas zu geben! Oh mein Gott, ich habe es gestoßen! Ich kann nicht weiter, ich muss mich sogar verstecken! Ich muss mich sehr schnell verstecken. Oh mein Gott, ich habe einen guten Platz gefunden. Ich werde mich hier drin verstecken. Also, das raus und ich komme rein. Das schließe ich ab und bis bald. Ich weiß, dass das ein Junge ist, wird er bestimmt nicht bei den Mädchenspielzeugen nach mir suchen. Also werde ich mich hier verstecken. Ich steige hier hinein. Und jetzt decke ich mich mit den Boxen und gewinne ganz gewiss 1000 Euro. Oh, Freunde, schaut mal, was für coole Pferde es hier gibt. Sie sind für jedes Alter. Wo soll ich mich verstecken? Oh, Freunde, seht euch das Skateboard an. Schaut mal, Freunde, wie cool es von unten ist. Also gut, Freunde, ich fahre lieber ein bisschen. Skateboarding ist nicht für mich. Ich verstecke mich, Liebe. Großartig, Freunde. Ich verstecke mich hier und ich gewinne ganz sicher. Ich werde ganz still sitzen. 98, 99, 100. Wer hinter mir ist, links, rechts und so weiter, hat verloren. Hehe, ich gehe sie suchen. Wow, was für ein Nerf. Freunde, sehr cool. Ich habe eine Idee. Ich nehme die Nerf und wenn ich jemanden finde, schieße ich damit. Und so, ich nehme das hier und ich schieße alle. Lasst uns das aufpacken. Ah, ja, los geht's. Stopp, stopp, stopp. Wo sind sie alle? Wo könnten sie denn sein? Ich hoffe, er wird mich nicht finden. Oh, ich habe was gehört. Jemand hat mir etwas geflüstert. Wer ist da? Wer ist da? Hey! Bist du dumm? So etwas stand nicht in den Regeln. Das ist nicht erlaubt. Haha! Steh doch endlich auf! Ich hab dich gefunden, yeah. Mein Baby! Alle Regeln sind dafür da, um sie zu brechen, Junge! Ja, natürlich. Viel Unglück. Freunde, ich höre die Schritte von jemandem. Das muss das sein. Wo sind sie denn? Wo sind diese dummen Kinder? Freunde, er ist gerade an mir vorbeigegangen. Ich denke, dies ist ein gefährlicher Ort. Ich verstecke mich lieber woanders. Ich rieche ein Furz, aber ich weiß nicht woher. Woher kommt er kommen? Logisch von der Seite der Jungen. Gehen wir dorthin. Ich wusste, dass er nicht in den Mädchenabteilung schauen würde. Oh, Freunde, schaut mal! GL Army Cappies! Sie sind wirklich cool! Bald, Freunde, in Blabla Toys werden unsere Sachen zu finden sein. Solche Cappies hier, diese Tassen, noch diese T-Shirts, Thermoskannen und viele andere Sachen. Sie werden nur in Blabla Toys zu finden sein. In allen Blabla Toys Geschäften. Und natürlich auf der Website. Kurz gesagt, ich muss sie finden.
Wow, wie ist das runtergefallen, Freunde? Vielleicht war es ein Gespenst. Lass mal schauen, lass mal schauen. Okay. Satiris, ich hab dich gefunden. Ah, du alter Nerd, Satiris, gib mir die Kappi. Du Kappi. Ich hab dich gefunden. Mach's gut, los. Manu, Freunde, er hat meine Lieblingskappe mitgenommen. Dann nehme ich einfach die GL Army Tassi und Gil. Oh, Basketball, Freunde! Er spielt Basketball direkt vor mir. Ich kriege langsam Bauchschmerzen. Oh, wer hat gefurzt? Odyssee oder Nestes? Wer ist da drin? Komm raus oder ich schieße! Okay, ich komme raus, das war ich. Aha, du Trottel! Und also auch ein Furzer! Bestrafung! Das hier! So, das passiert, wenn du furzt, Nikita! Oh, der alte Lügner! Er hat gesagt, er wird nicht schießen! Oh, Leute, er hat gerade Nikita erwischt! Und deshalb muss ich jetzt ganz still sitzen! Er ist hier in Gefahr! Es muss jemand hier sein. Es ist definitiv jemand hier. Ich weiß es nicht, Freunde, aber ich habe eine verrückte Challenge für euch. Ihr habt 5 Sekunden Zeit, um unseren Kanal zu abonnieren. Ich zähle 1, 2, 3, 4 und 5. Wer abonniert hat, der ist sehr, sehr cool. Stoß bitte nicht. Komm raus da. Komm raus, du Trottel. Komm raus. Was willst du, Stas? Lass mich im Leben. Gib mir noch eine Chance. Natürlich, Odyssee. Oh Mann, das hat wirklich wehgetan. Ja, komm schon. Tschüss. Niemand legt sich mit GL Army an. Ach, Freunde, ich höre, Stas hat schon 2, 3 Leute gefunden. Ich muss noch ein bisschen warten, um 1000 Dollar zu gewinnen. Freunde, gut, dass das nicht da ist. Ich kann machen, was ich will. Er ist nach unten gegangen, um die anderen zu suchen. Niemand wird mich finden. Ich bin die Klügste und ich gewinne 1000 Euro. Dann bleiben noch Kiki, Anastas und Rafario. Wo könnten sie denn sein? Ich habe was gehört. Das kommt. Ich rieche etwas Mädchenhaftes. Kiki, bist du hier irgendwo? Ich lasse etwas auf ihn fallen. Wer hat das gemacht? Es ist definitiv Anastas. Anastas, ich finde dich! Ja! Freunde, ich bin nicht Anastas, aber ich muss mich schnell verstecken. Da ist jemand vorbeigerannt. Wer war das? Wer war das? Freunde, ich stelle jetzt eine Falle für dich. Kiki, was du das? Jetzt kriegst du eine. Manus, das! Warum schießt du? Das tut weh. Und das, was du gemacht hast? Das hat dir gar nicht weh getan, hä? Hey, das tut weh! Also Leute, ich fahre jetzt in den Urlaub. Der hat mich sehr, sehr müde gemacht. Bald kommt eine neue Nanny und sie wird sich die ganze Woche um euch kümmern. Ciao. Als ob es uns egal wäre, dass er geht, Freunde. Ja, Alter. Wir hatten bereits eine Nanny-Soldatin, eine Nanny-Hexe. Als ob es das interessiert, Alter. Ich frag mich wirklich, wen wir diesmal bekommen. Es spielt keine Rolle, was das Kindermädchen sein wird. Wer auch immer sie ist, wir werden ihr auf die Nerven gehen, okay? Alles klar, wir werden das Haus zerstören. Ja, und wir werden alle auf uns allein gestellt sein. Oh, perfekt. Also können wir alles machen, was wir wollen. 20 Minuten. Later. Also Leute, um das Kindermädchen bestmöglich zu begrüßen, machen wir einen kleinen Streich. Also schaut zu Leute, das wird gut werden. Wir werden diese kleinen Kugeln hier zerstreuen, damit das Kindermädchen, wenn es hereinkommt, ausrutscht und sich voll hinmault, Alter. Stell dich das vor. Und dann, wenn sie schon hingefallen ist, wird sie versuchen aufzustehen. Und sie will sich an diesen Seil festhalten. Wenn sie danach greift und daran zieht, ergießt sich einen ganzen Eimer Kakao auf sie, Alter. Stell dir das vor. Und dann, wenn sie einen Kakao gebadet hat und nichts sieht, wird sie sich etwas schnappen und aufstehen wollen. Yeah. Und es wird wahrscheinlich diesen Knopf drücken hier. Ganz aus Versehen wird sie darauf drücken. Und dann geht der Ventilator an und ihr werdet diese ganzen Federn direkt ins Gesicht fliegen. Das wird sehr lustig. Es wird sehr cool. Ich kann es kaum erwarten, bis sie kommt, Jungs. Hä? Was los? Simon, du bist echt der Klügste von uns. Richtig. Jetzt warten wir also auf die Nanny. Alles klar, lass uns warten. Ja, los, Jungs, los. 1 hour later. Simon, hörst du das Kindermädchen kommen? Gieß mir Kakao hinein. Alles klar. Öffnen und reingießen. Komm, Alter, ja, schnell. Ja, hier, nimm das. Leute, das machen wir, damit sie ausrutscht. Dimon, die Falle ist bereit. Mach dich bereit, Alter, los. So, jetzt müssen wir noch die Kugeln auf den Boden legen. Na, damit sie ausrutscht, alles klar? Ja, los.
braucht noch mehr davon, komm, damit sie ausrutscht, Alter, damit sie hinfällt. Ja, Dimon, was für ein Streich. Wir lachen so viel, Alter. Und danach lachen wir noch mehr. Die Nanny geht bestimmt wieder weg. Ja, ja. Mal sehen, Odysseus. Jetzt geht's los, Alter. Bist du bereit? Es ist offen. Komm rein, komm rein. Das ist ein Streich, Alter! Komm, du bist der Verlierer! Oh, 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 oh. Guter Streich! Bravo, Jungs! Wir werden eine gute Zeit zusammen haben! Wir werden die ganze Woche zusammen sein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, was war das, Alter? Wer ist das, Alter? Leute, habt ihr gesehen, wie groß er ist? Der ist ja wie ein Berg! Oh Leute, wir werden es nicht genug finden! Leute, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit wir noch mehr verrückte Videos über Nannys drehen können! Leute, lasst uns eine Challenge für 1000 Euro machen! 1000 Euro! Welche Challenge das? Wir haben einen riesigen Babysitter! Ja, Dämon, definitiv, Alter! Wer ihn zuerst ärgert und aus dem Haus wirft, gewinnt 1000 Euro! Seid ihr dabei, oder was? Ja! Oh, gute Idee! Ja! Wir müssen einen Streich spielen und ich habe eine gute Idee. Komm schon, Dimon, was ist deine Idee, Alter? Erzähl mal. Ja, jetzt wird sich unser Kindermädchen waschen gehen und sein weißes T-Shirt in die Waschmaschine werfen, um es wieder sauber zu machen. Und schaut, was ich machen werde. Schaut her. Du schaffst das, Manolis. Du schaffst das. Wenn denn nur keine Kakerlaken mehr. Ich habe so große Angst vor ihnen. Jetzt wird unser Kindermädchen sich waschen gehen und sein weißes T-Shirt in die Waschmaschine werfen. Und ich gieße hier rosa Klarspüler rein. Und da er ein weißes T-Shirt trägt, wird es dann rosa sein. Also schaut her. Großartig, Leute. Wir haben es reingegossen. Also schließen wir es. Und jetzt werde ich mich verstecken. Wir werden so lachen mit euch. Also, bald kommt das Kindermädchen rein zum Waschen, weil er total dreckig ist. Und sobald er badet, habe ich eine Überraschung für ihn vorbereitet. In der Zwischenzeit verstecke ich mich. Alles klar, das wird richtig lustig. Hier einfach nicht rein. Ich nehme diesen Stuhl und setz mich hin. Wenn er mich nur nicht gesehen hätte. Also Leute, während er sich wäscht, ja, da wird es Zeit für einen neuen Streich, okay? Ich habe Shampoo hier und ich werde es ihm die ganze Zeit über den Kopf gießen, okay? Und er wird denken, dass das Shampoo auf seinem Kopf nie aufhört, okay? Das wird richtig lustig, Leute. La 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 la. La 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 la. So. Oh, jetzt haben wir schon. Oh, was noch? Was ist denn los? Was ist denn das? Warum? Also, unsere kleine Nanny wäscht sich gerade und bald wird sie ein Handtuch brauchen. Und hier haben wir noch einen Streich, Leute. Hier habe ich etwas Farbe und ich werde es jetzt direkt auf Handtuch schmieren. Also schaut her, direkt aufs Handtuch. Großartig, Leute. Ich habe die ganze Farbe da reingedrückt. So, jetzt falte ich das Handtuch und lege es zurück ins Badezimmer. Los, lasst uns gehen, Leute. Sehr gut, aber bloß nicht laut sein. So, wir legen es hier ab und jetzt gehen wir ganz leise. A few inches later. Oh, war gut. Was? Was ist das? Oh, ich bin blau. Sieht aus wie ein Avatar. Ich wollte immer ein Avatar sein. Okay, schau mir mal, schau mir mal. Schau mal, wie mir ähnlich sieht. Sehr gut, Jungs. Sehr, sehr gut. Ein toller Streich. Hat mir echt gefallen. Was, toller Streich? Hat es ihm ja, etwas gefallen? Ja, das hat er gesagt. Lass mal sehen, was da passiert, wenn er sein rosa T-Shirt sehen wird. Oh, was? Rosa?
Ja, ich mag rosa. Gute Farbe. Dämon, er wurde auch danach nicht wütend, ey. Ich weiß das. Wir müssen uns dringend etwas einfallen lassen. Etwas Härteres. Finden wir es heraus, Alter. Yeah. 1 hour later. Also, Leute, wir müssen uns irgendwas einfallen, um dieses Kindermädchen verrückt zu machen. Oh, mir fällt einfach nichts ein, Alter. Oh, der Babysitter! So, es ist Zeit, trainieren zu gehen. Oh, wow. Haben Sie die Hände gesehen? Ich werde mich fertig machen und dann geht's los. Leute, ich denke, jetzt ist der perfekte Moment gekommen, um ihn einen Streich zu spielen, Alter. Oh, Leute, ich hab ne Idee. Was ist deine Idee? Geht mal mit. Los geht's. Wow, schaut mal, Leute. Dieser Mann, er ist einfach 2 Meter. Und schaut dir seine Schuhe an, welche er trägt im Vergleich zu meinen, Alter. Leute, zieht euch mal diesen großen Unterschied rein, Alter. Schaut euch das an, die sind riesig. Ist schon okay, Dämon, Alter. Dieser Mann ist mehr als 2 Meter groß, Alter. 2 Meter. Okay, Leute, genug geredet. Es wird Zeit für einen guten Prank. Ja, komm. Lass uns mal das Öl hier verschütten. Oh, das hier, du bist einfach großartig. Lass ihn, Alter. Lass ihn noch einen Streich spielen. Los. Super, Alter. Jetzt geht er runter. Mal sehen, was passiert, Alter. Das wird richtig geil. Bravo, Odyssey. Oh, es ist Zeit zum Trainieren. Ich hab mich getan. Ja. Oh, mein Rücken. Aber mir geht schon wieder besser. Ich verstehe. Er ist voll seltsam, Alter. Wieso ist er nicht böse auf uns? Ich bin erst das Daddy, Alter. Lerne von mir, Alter. Schau und lerne, Alter. Was ist denn das für eine Technik, hä? Welche Art von Technik, hä? Schau dir mal meinen Bizeps an, Alter. Leute, ich habe hier Sekundenkleber. Schau, welche Übung ich mir ausgedacht habe. Lass es, Ben. Ich werde es dir beibringen. Ich bin fertig, das ist super. Leute, schaut, was ich hier vorbereitet habe. Also, kommt her. Los, ich gieße die Schokoladenpaste auf das Tablett hier, damit er aufsteht und hinfällt, direkt mit dem Gesicht in das Tablett fliegt und wird dreckig werden. Gut, Leute, das wird voll lustig werden. Und Leute, wenn euch unser kleines Witzchen gefallen, abonniert uns unbedingt, damit ihr sie immer als Erste sieht. Fertig. Was ist passiert? Was, Kleber? Was? Ich mag Nutella. Was? Er wurde überhaupt nicht wütend, Alter. Wie ist das möglich, Alter? Wir machen echt irgendwas falsch. Zeit fürs Mittagessen, Leute. Kommt, ich koche euch was. Aber zuerst muss ich mich waschen. Later. Wie das lecker riecht. Also Leute, während der kocht, sollten wir uns einen Streich einfallen lassen, aber einen richtigen, okay? Ich stimme dir vollkommen zu. Wir müssen versuchen, ihn zu verärgern. Ha, ich hab ne Idee. Wow, hier, Dämon, nimm es. Ja, oh, danke. Danke. Bitte. Tut mir leid, werden wir denn gar nichts trinken? Ja, genau, Leute. Ich komm gleich wieder. Schaut mal, was ich gleich machen werde. Nun zeig mir, was du kannst, Alter. Wir wissen es nicht. Schaut mal, das werde ich in seine Nudeln tropfen. Wir brauchen wirklich nur 3 Tropfen und dann wird er sofort aufs Klo rennen. Klein oder groß, hä? Na, ganz schön groß. Also, 3 Tropfen. 1, 2, 3. Ist es mir egal. Einfach alles ausschütten. Setz dich, ich komm schon. Und ich habe eine Idee, Jungs. Ich werde es auf einen Stuhl schmieren, damit er kleben bleibt, okay? Hier wird er sitzen bleiben, Alter. Gut, alles fertig. Los, schnell hinsetzen, Alter. Und ich habe eine Idee. Ich werde kochen gehen. Wo
Wo ist Simon? Dimon ging raus, oder Odysseus? Oh. Ja. Okay, guten Appetit. Danke. Danke. Also Leute, wir machen jetzt den verrückten und kniffligsten Streich der ganzen Welt, Alter. Schaut mal, was ich machen werde. Sehr gut. Und hier noch ein bisschen. Also Leute, wie ihr gesehen habt, habe ich hier alle Löcher versiegelt, nur nicht durch Wasser abfließen kann. Sehr bald werde ich erklären, warum. Zuerst wisst ihr, dass das Kindermädchen auf die Toilette gehen wird. Also passt auf. Alles gut, ich bin zurück, Leute. Guten Appetit euch. Guten Appetit. Was ist los? Was ist los? Mein Bauch. Alter! Was ist los? Leute! Was? Großartig! Okay, und ich werde nach unten gehen. Also Leute, es ist soweit. Wie ihr euch erinnert, ich habe alle Löcher geschlossen, aus denen Wasser durchkommt. Und jetzt schließe ich hier die Toilette. Und oben, wo jetzt das Kindermädchen ist, wird es eine ganze Fontäne von Kacke geben. Also schaut her, Leute. Eins, zwei, drei. Los. Was ist los? Was ist in diesem Haus los? Ich kann nicht mal auf Toilette gehen. A few moments later. Leute, jetzt schaut der Fern, Alter. Und ich hab hier so eine große Spinne, Alter. Richtig geil. Und ich hab so eine Kakerlake. Und ich, Leute, ich habe eine echte lebende Maus. Leute, jetzt bin ich an der Reihe. Maus! 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 Ich spiele! Wo ist die Pantoffel? Wo ist die Pantoffel? Ich kündige! Was für ein dummes Haus! Ich gebe aus! Es ist vorbei! Alles vorbei! Ich geh weg! Der einzige Grund, warum ich hier war, weil ich mich mit Rafario gewettet habe. Um 1000 Euro, dass ich hier eine Woche überstehe. Aber ich kann nicht! Nicht für 10.000! Nicht für 1 Million! Ich geh weg! Es reicht! Leute, es hat funktioniert! Leute, wir haben das Kindermädchen aus dem Haus geworfen. Wir sind eine ganze Woche auf uns allein gestellt. Das ist der Hammer! Ja, Odyssey, deine kleine Kakerlake hat voll gut funktioniert. Ja, also Odyssey, du hast die Herausforderung gewonnen, okay? Wir geben dir 100 Euro, weil du es geschafft hast. Bravo, Alter. Ja. Gut gemacht. Danke, ne? Danke. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Like und abonniert und klickt auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Und wir sehen uns! Tschüss!